Hallo zusammen, ich habe meine Pinkbox bekommen und zwar die Pinkbox Juli 2017 und die möchte ich gerne zusammen mit euch öffnen. Ich habe sie noch nicht geöffnet und ich bin echt gespannt, was da drin ist, weil die letzte Glossy Box, die hat mich ja total umgehauen. Mal schauen, ob die Pinkbox da mithalten kann. Ah! Ja, das ist ja auch mal eine schöne Box. Das ist sie. Ein ganz tolles Design mit der Ananas hier drin und dann mit den gelben und rosa Farben. Und hier auf der Rückseite haben wir dann hier noch ein paar Ananasse. Sag mal das so. Ananas. Ananasse. Keine Ahnung. Ich finde es schön. Und weil wahrscheinlich dieses Produkt hier nicht reingepasst hat, haben sie in diesen Pappkarton ein Produkt reingelegt. Schauen wir mal, was ist denn das? Okay, also, das ist Color Freedom von Knight und Wilson. Für dich oder deine blonde Freundin. Okay. Oh je. Ist das nur für Blondinen? Ja, das ist dieses Produkt. Color Freedom ist eine Serie semi-permanenter kreativer Farben, die aufgehelltem Haar eine elektrisierende Dynamik geben oder bei natürlich blondem Haar für dezente Töne sorgen. Ja, ich glaube, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Aber sowas von gar nichts. Ist wohl nur für Blondinen gedacht. Ich frage mich wirklich, ob sie dieses Beauty-Profil, was man da ausfüllen kann, ob das überhaupt beachtet wird. Dort wird ja auch gefragt, welche Haarfarbe man hat, ja, oder welche Haarstruktur man hat. Und ja, damit kann ich absolut gar nichts anfangen. Schade. Ultra vibrant auswaschbare Haartönung mit Shea Butter und Arganöl. Also, das ist eine Full-Size-Größe und würde kosten 7,99 €. Das sind 150 ml drin. So, dann habe ich hier noch ein paar Pröbchen dabei, einmal ein Shampoo und einmal die Wunderbutter von Garnier Fructis. Und weil es sich um eine Grazia-Ausgabe handelt, habe ich das Heftchen noch mit dabei bekommen. Oh, und eine hübsche Karte. Be brave, be kind, be you. Oh, okay. Ich sehe schon, was da eine Box sein könnte. Und zwar, hier ist eine Abbildung von der Schäbens Multimask, die schon in der letzten Glossy Box drin war. Ich guck mal. Hier ist die Kiste. Die ist noch nicht geöffnet. Ich habe die Liste einfach so hier rausgezogen. Habe also noch nicht reingelinst. So, also, es kommt mir entgegen. Einmal das Coco Frizz Control ohne Silikone kräftigendes Shampoo von Garnier Fructis, genau. Da sind 250 ml drin und würden kosten 2,35 €. Riecht sehr lecker nach Kokos. Und ja, ich bin gespannt. Kann man immer gut gebrauchen. Oh, das sieht gut aus. Da ist ein Pinsel drin von Real Techniques. Ja, also darüber freue ich mich, weil ich mag die Pinsel total gerne. Und das ist ein Setting Brush. Ein Setting Brush und der würde kosten 9,99 €. Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass die Maske hier drin ist, weil sie war auch in der letzten Glossy Box drin.
Und das ist die Multimasking. Das ist die Maske, die, ja, die aufgeteilt ist hier in drei Fächern. Es ist ja so, dass unser Gesicht halt mehrere Zonen hat und jede einzelne Zone hat eigene Bedürfnisse. Und das finde ich nicht schlecht. Ja, werde ich gerne ausprobieren. Also diese Maske von Schäbens kostet 1,45 €. Ich habe hier einen Nagellack und zwar von OPI. Ein OPI-Nagellack. 15 ml drin und die würden kosten 16 Euro. Also ich finde, die sind ziemlich teuer. Und deswegen habe ich mir auch noch nie einen gekauft. Bei Nagellacken bin ich da so ein bisschen geizig. Weil ich finde, so Gerinagellacke von P2 zum Beispiel, finde ich ganz toll. Und Essie-Nagellacke, die sind weitaus günstiger als diese OPI. Ja, das war's auch schon. Einmal überschlagen vom Preis. So, ich habe die Preise zusammengerechnet und wir kommen auf einen Gesamtwert von ca. 40 Euro. Es hat sich wohl gelohnt, wenn ich auch alle Produkte anwenden könnte. Ich finde es schade. Warum für Blondinen? In meinem Beauty-Profil steht keine Blondine, sondern eine Brünette. Aber ich glaube auch nicht, dass sie da jetzt so richtig großen Wert drauf legen, wer welches Beauty-Profil hat. Naja, okay. Gut, also das kann ich nicht gebrauchen. Das werde ich wohl verschenken, aber ich weiß nicht an wen. Ich habe keine Blondinen im Freundeskreis. Mal schauen, vielleicht kommt das auch in meine Verlosungsbox. Ja, also, Füllung kann ich nicht gebrauchen, aber was ich ganz toll finde, ist der Pinsel. Ein Setting Brush habe ich noch nicht. Und Multimasking, ich habe zwar schon eine von der Glossy Box, aber man kann nie genug davon haben. Und dann, was war noch da drin? Genau, das Shampoo von Garnier. Und ja, der Nagellack. Finde ich auch sehr, sehr gut. Ne? Also Nagellack, Shampoo, Pinsel und Maske. Ja, und die Tönung, keine Ahnung. Ja, okay. Also die Box hat mir eigentlich sehr, sehr gut gefallen und diese Box kann aber nicht die letzte Glossy Box übertreffen. Ich werde euch das Video von der Glossy Box unten in der Infobox verlinken. Könnt ihr euch nochmal anschauen, wie ich da ausgerastet bin, wie ich da gesabbert habe. Egal, okay, ja gut, alles klar. Dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Tschüss.